Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Moto Fuji. Ja, heute gibt es mal wieder eine Ankündigung, eine größere von mir. Und zwar, eigentlich wollte ich noch warten, aber auch egal, ja. Oh, hier ist eine Haltestelle. Ich könnte mal eigentlich mal an der Haltestelle darf mal anhalten. eine größere Ankündigung meinerseits. Und zwar habe ich alles gebucht. Meine Eltern wohnen in Berlin und mein Vater wird in diesem Jahr am 24. Dezember 80 Jahre alt. Und da leider meine Mutter sehr, sehr stark an Alzheimer erkrankt ist, können wir leider überhaupt nichts machen. Wir können nicht feiern, nichts. Wir können nirgendwo hingehen wahrscheinlich. Ja, weil das mit meiner Mutter nicht geht. Die wohnen noch zusammen, die beiden, aber er passt auf sie auf. Aber das ist ganz, ganz schlimm. Und also erkennen tut sie mich nicht mehr. Und sie redet zwar noch sehr viel, also ist noch nicht die Phase, wo man dann nur noch im Rollstuhl sitzt und nur noch vor sich hin starrt. Aber sie ist sehr, sehr unternehmungslustig, also in der Wohnung. Sie rennt immer hin und her, hin und her. Mein Vater hat keine ruhige Minute und sie redet nur noch wirres Zeug. Und ja, es ist sehr traurig. Also sie können auch leider nicht mehr nach Spanien kommen. Sie hatten mich ja zweimal besucht. Hier, das ist jetzt das letzte Mal, glaube ich, auch schon jetzt 2 Jahre her. Und da ging es dann los. Also vor, sagen wir mal, vor 2, 3 Jahren, da ging es los. Vor 3 Jahren konnte man mit meiner Mutter sogar noch ganz normal sprechen. Aber jetzt nicht mehr. Man kann überhaupt nicht mehr mit ihr sprechen. Und ja, also kleiner Schwenk, weggeschweift vom Thema. Und zwar, mein Vater hat seinen 80. Geburtstag und ich dachte mir, da ich ja sowieso nicht in Berlin bin und ich habe sie ja durch die ganze Pandemie-Geschichte jetzt auch schon praktisch 2 Jahre nicht gesehen oder so, glaube ich, ist schon wieder her. Und dachte ich mir, er musste zumindest, obwohl ich ja im Winter eigentlich auch ungern nach Berlin komme, da musste zumindest zu seinem Geburtstag kommen. Das macht man halt so als Sohn, ne? Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meinen Flug gebucht. Ich komme am 21. Dezember in Berlin an. Wer mich da abholen möchte am Flughafen, gerne. Ich wohne auch nicht bei meinen Eltern, weil das geht nicht. Und ich habe mir ein Apartment da irgendwo gemietet über Booking.com oder so. Das ist, habe ich Glück gehabt, eins gefunden, das relativ in der Nähe von meinen Eltern ist, so nur 20 Minuten zu Fuß. Und das ist ja auch immer nicht so einfach. Und ja, ich wollte eigentlich so ein Apartment haben, ist ganz schön. Es ist zwar nur eine Woche, also vom 21. Dezember bis 28. fliege ich wieder zurück. Und ist nur eine Woche, aber trotzdem hat man ja dann eine kleine Küche da in so einem Apartment. Da kann man ja notfalls mal irgendwas machen. Dann wird das nicht ganz so teuer wie im Hotel. Das ist die Sache zu meiner Reise eigentlich. Da wollte ich euch nur Bescheid sagen, damit ihr früh genug Bescheid wisst. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Da haben wir wirklich einen riesen Umweg jetzt hier gemacht. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da dann treffen könnten in Berlin. Also einen anderen Ort in Deutschland werde ich nicht ansteuern, leider. Und in der Woche habe ich auf jeden Fall irgendwann mal Zeit. Oder wir haben
Vielleicht können wir einen generellen Termin, falls vielleicht irgendwie zwei, drei Leute doch vorbeischauen möchten, einen generellen Termin da nachher festmachen. Müssen wir mal sehen. Was ist das denn da? Sieht aus wie ein Kloster, aber ich glaube, ist kein Kloster, oder? Also hier geht es zum zum Staudamm. Und das da oben, das ist ja auch so auf Stelzen gebaut. Da oben kommt doch gar kein Hochwasser hin. Das sieht ja interessant aus, aber ich denke mal, es ist nicht das, was man denkt. Also es ist kein Kloster, es ist. Muss ich nochmal bei Google schauen, ob ich da irgendwas finde. Ja, wieder abgeschweift mit meinem Schweif. ihr seid alle herzlich, also eingeladen, sage ich mal, dass wir uns treffen können. Zu allem anderen nicht. Ihr wisst ja, ich bin ein armer Fuzzi. Und wir können uns gerne mal irgendwo treffen. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, ich kenne mich ja schon fast gar nicht mehr in Berlin aus. Da ist ja auch, hat sich alles verändert. Vielleicht könnt ihr ja auch Vorschläge machen, wenn ihr möchtet, wo man sich treffen könnte. Also so wie zum guten alten Klassentreffen oder irgend sowas. Ne? So in der Art wird es ja werden, nur dass wir keine Klasse waren. Und falls ihr da irgendwie da ein Restaurant oder irgend sowas kennt, wo man sich treffen könnte, das wäre ja vielleicht ganz lustig. Die Deutschlandhalle gibt es ja nicht mehr leider. Nee, nur kleiner Scherz am Rande. Wir kommen jetzt hier irgendwo raus, wo ich gar nicht raus wollte. Aber ich fahre mal weiter hier ein bisschen. Denn schöner hier zu fahren und zu reden als auf der Autobahn. Wo war ich schon wieder stehen geblieben? Beim Treffen. Also 21. komme ich an, ganz spät abends, dann muss ich da irgendwie noch in meine Wohnung kommen und am 28. fahre ich wieder los. Also ein paar Tage dazwischen haben wir dann einen Zeitraum, wo man sich oder wann man sich treffen könnte. Schauen wir mal. Also ich weiß es nicht, also von den ganzen Kommentaren, die ich immer so bekomme, ist ja auch manchmal nicht so ersichtlich, außer ihr sagt, ist der spezifisch, habe ich doch schon gemerkt, dass eine ganze Menge Leute, also die so auf meinem Kanal so vorbeischauen, anscheinend doch in Berlin wohnen oder im Umland. Ja, schöne Grüße an Thomas. Ja? Und ein bisschen Wasser sogar da in dem kleinen Fluss. Ja, also wenn ihr Lust habt, ja. Ich wollte euch nur früh genug Bescheid sagen. Ist bei mir, wie gesagt, ist alles gebucht. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt, sei es mit Corona, sei es mit, dass diese Heinis da, das ist mir schon mal passiert. Also bei Airbnb ist es mir mal passiert. Dann kurz bevor man dann losfliegt oder so, haben sie gesagt, ach, wir können leider die Wohnung, wir müssen das wieder stornieren. Und dann stehst du natürlich da. Ne? Und natürlich gerade Weihnachten und so, das ist natürlich schon blöd. Mein Vater kann ja nichts dafür, dass er am 24. Dezember Geburtstag hat. Aber es ist natürlich schon blöd. Für ihn war es damals blöd mit den Geschenken und so. Und für die Leute, die ihn besuchen kommen und so, sicherlich auch nicht so optimal. Mann, hier sieht es auch immer aus wie Sau. Was ist denn das hier für eine Community, eine Sau-Community oder was? Da würde ich doch mal ein bisschen hier für meine Umgebung sorgen, wenn ich hier wohne. Naja, egal. So, ja, das ist die Ankündigung meiner Berlin-Tour 2021. Ja, über alle Konzertveranstalter buchbar. Ja, nee, Quatsch. Und also schreibt mir bitte unter dieses Video, vielleicht mache ich ja auch nochmal eine separate Umfrage, denn ich denke mal, die Umfrage, an der Umfrage oder an dieser, wie sagt man, dieser, ja doch eine Umfrage, wo man eben auswählen kann, da machen immer mehr Leute mit, als dann nochmal einen Kommentar zu schreiben. Also schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, mich zu treffen, in der Zeit, wo ich da in Berlin bin. Und dann vielleicht, dann kommen wir da irgendwie zusammen. Dann muss ich halt sehen, wie und wann und wo und wie und warum. Und dann wäre das schon toll, euch mal kennenzulernen, mal ein bisschen über Roller und so weiter zu schnacken. Ja? Das würde mich schon interessieren. Und wie es euch so in Deutschland ergeht, so mit Roller und so weiter. Alles interessiert mich. Alles.
Auch eure private Geschichte könnt ihr mir auch erzählen. Ja, so, das ist eigentlich auch schon alles. Das, die Ankündigung, wow, hier ist Sand auf der Straße. Die Ankündigung, dass ich vom 21. bis 28. Dezember 2021 nach Berlin komme. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen könnten. So, ja, mit dem schönen Ausblick hier auf diesen Stausee möchte ich dieses Video schließen und verabschiede mich erstmal und warte gespannt auf eure Kommentare. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Mutterfutzi. Bis dann. Ciao, ciao.